So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 3. Und ja, jetzt fragt ihr euch wieder, was habe ich wieder für heute vorbereitet? Nicht, okay, doch, habe ich. Okay, doch. Ich habe ein bisschen weitergebaut wieder. Und habe mir jetzt überlegt, was machen wir denn jetzt hier vorne hin, dies und das. Zunächst erstmal, ich habe mir Chorus Flowers jetzt besorgt. Nicht die Fruits, sondern die Flowers, sodass ich mir selbst welche wachsen lassen kann. Also ich die mal so ein bisschen verteilt. Ich weiß, sieht skurril aus, aber nur zum Abernten dann auch wieder. Einfach so ein bisschen auf dem Grundstück verteilt. Und was ich ansonsten jetzt vorhat, ist einfach hier die Shops einzurichten. Zunächst mal, das sieht erst noch ein bisschen dämlich aus. Aber ich habe vor, das hier so ein bisschen mit mehr Details auszuschmücken. Dass hier mehr so Marktdeko rumsteht. Das heißt, hier kann man Erzblock stehen, hier kann man Kürbisse stehen, hier kann man Pflanzen stehen, alles mögliche. Also es wird noch dekoriert ausgehauen. Das wird so ein Marktplatz hier. Vielleicht kann ich den Weg noch ein bisschen anpassen mit Steinen, dass manche halt so ein bisschen eingetreten sind. Vielleicht einer ist angemoost oder so. Und so weiter und so fort. Also da, ja, können wir gerne noch machen, modifizieren. Einen Villager habe ich auch schon reingekriegt. Und dieser Villager, den ich hier habe, der hat, nicht Aqua Affinity, der hat, Mending als Buch. Oh, der tauscht sogar Nametags. Also hier haben wir einen Mending Villager drin. Außerdem habe ich irgendwo noch einen Infinity Villager. Ich glaube, der war hier drin und der hat auch noch was anderes. Ups. Was anderes Cooles, das war jetzt ein bisschen ungeklärt. Naja. Und habe ich sonst irgendwas gemacht? Ja, ich habe hier vorne bei meiner Villager-Farm so ein kleines bisschen, wieder ein bisschen den Quarz gemopst, weil Quarz ist teuer. Und wenn ich hier weiter damit bauen werde, genauso wie da im Tennisplatz hinten, habe ich auch mit Quarz gebaut, dann, oder hey, die Dächer auch schon wieder, das, Revi gibt mir eine 2-6, so, damit ich bauen kann. Ich muss schon alte Gebäude abreißen und ich weiß nicht, ich war schon insgesamt 6 oder 7 Stunden in der Quarzfarm oder so. Es dauert einfach so lang und ja, ich habe eine Fortune 3 Pickaxe, damit ich Maximum rauskriege. Ich brauche das halt hier ziemlich viel und so. Und naja, ansonsten hier noch eine kleine Ecke. Ich weiß nicht warum, das sieht irgendwie förmig aus hier. Dieser kleine Baum auf dem Ding mit Gras auf und wenn der Weg so lang geht, das passt irgendwie. Das sieht voll förmig aus irgendwie so. Und auch wenn du sagst, die Ecke hier hat was. Die Ecke hier vorne ist noch so, naja, da könnte noch, ein bisschen was gemacht werden. Die Ecke hier ist noch dreckig. Sieht scheiße aus. Die Ecke hier ist auch noch so ein bisschen, naja. Aber hier dieser Weg, der so durchgeht, also dass das hier so eng ist, das hat wieder was. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann und so. Der Heli plus Heli-Landeplatz, würde ich auch so sagen, hat was. Jo. Die Sicht von hier, also das ist erstmal dreckig, war einfach nicht ausgebaut und gepflastert und so wenig Dings. Dann der Blick so geht so. Aber wenn ich mich hier oben hinstelle und so hier runter gucke, so da nach da hin, würde ich sagen, hat was. Ist voll seltsam. Ja, ja, der Sinn für Ästhetik. Vielleicht habe ich keinen, jedenfalls merke ich immer so ein kleines bisschen, ja, das ist okay oder nee. Aber das ist auch immer wieder Geschmackssache und so, ne? Die Shops hier, die sind noch ziemlich dreckig einfach. Die passen da noch nicht hin. Ich möchte hier noch einen dann hinsetzen. Die sollen so ein bisschen verteilt sein, so 4 Shops, wo ich dann die wichtigsten Villager von da hinten einfach rein, weil hinten die Shops sind. Naja, ich wollte das nochmal beschriften. Außerdem habe ich gedacht, dass ich da so Gitter reinmache, nicht weil die eingesperrt sind, sondern weil das so, keine Ahnung, so wie so ein Schalter ist, wo du halt dann so ganz diskret deine teuren Bücher kaufen kannst und so. Deswegen, weiß nicht, kommt das einfach so rüber. Ich glaube, die können da nicht raus, weil das hier ein Fence plus ein Eisengitter ist. Ich kann da reinspringen, aber die können von innen nicht raushüpfen. Das war dann so der Gedanke. Und ja, das, was wir jetzt heute machen, ist eventuell mal so ein kleines Ding hier bauen. Ach nee, ich habe keine Steine mehr, kann ja gar nichts da. Hab ich Zäune, habe ich noch. Gitter fehlen und Slabs fehlen, damit ich das da machen kann. Und wir schieben da die Villager rein und benennen auch die Shops, beziehungsweise hängen da von außen ein Schild dran, wo das eben dran steht, was da drin ist. Da haben wir schon mal die Shops hinten richtig eingerichtet. Da kann sich im Prinzip auch jeder, ich will nicht, dass es jetzt ein Fehler ist, nicht jeder bedienen, unter der Bedingung, dass, wenn ein Angebot gesperrt ist, er dieses auch oder durch seinen Tausch gesperrt wird, er dies wieder freischalten muss, damit andere wieder sofort traden können. Das ist die Bedingung, würde ich sagen, damit man den benutzen darf. Ist eigentlich weise, das so festzulegen, oder? Weil dann kann halt jemand anders wieder ohne Probleme hingehen und ebenfalls traden, ist nicht gesperrt. Und das heißt, wenn jemand tauscht, das Buch kassiert, also, ne, und dann abdampft, aber hat es gesperrt, dann ein anderer kommt, das blöd. Also sowas nach dem Motto. Das hatte ich jetzt gedacht. Gut, und dass wir vielleicht hier irgendwie so
ein paar Fackeln müssen halt jetzt weichen dann. Dass wir hier irgendwie so dann die nächste Geschichte bauen. Und ja, ich baue die Ecken hier auch komplett aus, damit ein Villager, ein Zombie sich nicht diagonal hinstellen kann, den Villager killen kann, weil das geht durch Wände durch diagonal. Deswegen baue ich einmal aus. Und ansonsten, ja, hallo, ich kann hier rein. Ich habe unvergessen, zu Dings, zu Stein noch zu machen. Wenn ich jetzt hier abbaue, dann fällt der Villager ja runter, wenn ich Pech habe. Sollte ich eventuell nicht tun. Deswegen lasse ich es erstmal aus Gras. Ist ja auch egal. Vielleicht hat er so naturverbunden, dass sein Boden noch weiter aus Gras besteht. Ansonsten, die Böden habe ich immer aus Dingern hier gemacht. Und ja. Oh. Ich weiß. Mein ganzes Grundstück ist total unter Mauer. Dann wisst ihr, was auch furchtbar ist. Ich bin hier unten mit Frostwalker drüber, gell? Seit einem Tag ist hier immer noch Eis. Als ich zugucke, ich setze mich vom Tag gern. Das ist immer noch Eis hier. Backt das rum? Ist das festgebackt oder was? Wenn ich hier. Ah, nee, ich habe ja vorhin keinen Silktouch gerade. Das ist übelst komisch. Das sollte nicht sein, eigentlich. Das Eis schmilzt nicht wieder weg. Interessanterweise. Also hier hinten tut es das jetzt auf einmal, aber. Bei dem Eis hier in der Mitte ist es vielleicht zu einem Bug zu richtig solidem Eis geworden. Traf ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Voice net. Aber jetzt, Teil davon schmilzt wieder. Mal gucken, ob ich jetzt durch Truhe laufen das Ganze wieder erneuert habe. Und ob die jetzt, schmelzen auch sofort. Ja, wenn ich einfach rumdrehe. Ist ja komisch hier. Eigentlich soll das hier wieder weggehen. Also. Naja. Gut. Dann baue ich das erstmal hier hinten noch fertig. Und zwar der Boden. Ich weiß, ich habe hier übelst Schwierigkeiten beim Bauen jedes Mal gehabt, weil ich einfach unten drunter so einen großen Hohlraum jedes Mal habe. Hier bei allem, was ich baue, überall falle ich runter. Überall geht es nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Auch hier im Haus innen drin, alles nach unten, unten. Hier geht es überall nach unten, nach unten, nach unten, weil mein Grundstück so unterhöhlt ist. Das ist furchtbar. Naja, komm. Da haben wir hier erstmal wieder die Gitterchen hin. So zwei drauf jeweils. Dann da auch zwei drauf. Auch zwei drauf. Jetzt gerade ist irgendwie angenehm zu bauen, es ist Nacht, aber keine Mobs kommen. Ich habe hier weitestgehend ausgeleuchtet, ich muss noch weiter auf der Wiese und hier oben. Heliplatz auch noch ein bisschen besser ausleuchten, das ist nämlich. Ja. Ich baue in letzter Zeit echt gerne. Und warte mal kurz, gehen da echt 16 Stück drauf? Tatsächlich, 16 Stück für einen so einen Laden. Jo, nochmal 6 Eisen. Aber zum Glück, Eisenfahren macht es möglich. So. Dann brauche ich die Zäune, beziehungsweise kann ich hier schon oben draufsetzen. Ah, ich kann schon oben draufsetzen. Kann schon. Yes. So, dann die Zäune. Bam. Bam, bam, bam und gleich habe ich mich erfolgreich selbst eingesperrt. Nee, Spaß, ich kann ja durch. So, und dann, zack, ich habe oben auch schon mal 12 Stück bereitgelegt. Es müssen 12 sein, ne? Ich glaube ja. Einmal das Dach und hier kommt dann wiederum ein anderer Shop rein für irgendwas. Also Mending haben wir gesagt, 2 Villager sogar, wie ich festgestellt habe. Der hat Mending, da hinten ist noch einer mit Mending. Ich habe den Mending-Villager nicht von danach gerne geholt. Hier vorne, die hier drin waren, hat irgendeiner das freigeschaltet. Nächstes angeboten auf Loop auf immer hat der Mending. Ich so, wow, nice. Warum nicht? Behalte ich das, warte mal kurz. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Tatsächlich, mir fehlen noch 4. Das ist doof. Habe ich im Crafting-Table, da vorne ist der nächste, glaube ich. Sieht jetzt voll komisch irgendwie aus, weil ich Holz draus gemacht habe. Es tut mir leid. Die Villager hier, die sind nicht mehr so reich wie früher. Die sind jetzt alle arm und müssen ihre Hütten aus Holz bauen. Da kommen nämlich die Quartz Slabs. Plupp. Gut, wenn ich jetzt hinten die rausgenommen hätte, ich ja das wieder abbauen können, aber. Ja, Gott. Müsste wieder abreißen und bla 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 bla. So, damit ihr nicht im Regen steht, machen wir das Ding hier zu. Zack. Und, ja. Damit hätten wir den nächsten Shop fertig. Und ach so, oh, hier fehlt noch Eisen. Warte mal kurz. Ich habe auch kein Holz da, um eine Crafting-Box zu machen. Das ist schlimm. Echt schlimm hier. Apropos, was mir aufgefallen ist. 1, 2, 3, 4 Eisengonus auf einmal. Warum sind hier auf einmal 4? Und was mir auch noch aufgefallen ist, Leute, ohne Witz, was ich schon zweimal gesehen habe. Ihr wisst es ja. Ich habe es schon mal in Videos gezeigt. Und zwar. Bei Dörfern treten manchmal Zombie-Attacken auf, gell? Wo so eine Gruppe von Zombies spawnt und das Dorf attackiert, gell? Mein Dorf ist so groß, dass das manchmal passiert. Ohne Witz! Ich habe das zweimal gesehen. Da stand ich da vorne, hab ein bisschen gebaut, also auf einmal kommt so eine Riesenarmee von Zombies drauf. Also so 15 bis 20 Stück erstmal. Ich so, what the fuck? Wo sind die hergespawnt?
Und ich habe erst mal ein zweites Mal gerafft, dass das... Ah, Moment. Das ist ja ein Zombie-Attack-Event von einem Dorf. Nicht schlecht. Daran habe ich auch nicht gedacht. Und das passiert ja tatsächlich manchmal. Das ist schon eine krasse Sache. So, so viel dazu. Ich wollte eigentlich hier die Dings craften. Die anderen Eisengitter für den anderen Laden. Da habe ich Eisen. Ich räume die Eisenfarm immer regelmäßig leer, deswegen ist da jetzt gerade nichts drin. So. Aber 16 Gitter für einen so einen Laden ist auch nicht wenig. Ich finde es gerade passend, wenn das Dach schon steht. Weil die Eisengitter sind furchtbar zu platzieren und wenn ich dann hier schon mal die Stellen habe, geht. So, zack. Gut. Wunderbar. Damit hätten wir die Linie fertig. Ich werde übrigens bei Tageslicht erst die Villager hier reinführen, weil bei Nacht ist das ein bisschen doof, denn dann können Zombies dabei stören. Deswegen würde ich die Villager gerne erst am Tag hier reinsiedeln. Wie ich das mache? Am allerbesten, indem ich bereits Zäune baue in so einer Spur entlang, genauso wie der hier vorne, der drin ist. Ich glaube, der hat Infinity, ne? Infinity können wir eigentlich auch rausholen. Der müsste Infinity noch irgendwas haben, wenn ich mich recht entsinne. Lass mal einen kurzen Check, was der hatte. Der hatte... Hallöchen. Erstmal gesperrt. Sick Touch und... Zwei. Der hat zweimal Sick Touch, will ich nicht verarschen. Sick Touch für ein Buch und 10 kriegt er Sick Touch, okay. Das war der Sick Touch, will ich ja. Ein Buch und 11 Sick Touch. Was? Ein hinteres Angebot kann teilweise günstiger sein, weil die sind nämlich 11 Emeralds. Alter. Ich verstehe euch nicht, ihr Villager. Jedenfalls der Zig-Touch. Irgendwo war noch Infinity wahrscheinlich, war das der da hinten. Ich dachte, hier wäre noch ein Infinity-Vieh. Hallo? Ach ja, genau, eine Sache fällt mir noch gerade ein, gell? Wegen den Seelen, weshalb ich da nicht mehr weitersammle von den Spielern, den Spielerseelen und so. Folgendes Problem, meine Freunde. Das ist wieder rausgenommen worden. Weil in einer Abstimmung festgelegt wurde, dass es noch zu früh ist, dieses Feature einzuführen, weil die anderen gerade frisch ihre Leiters aus dem End hatten. Das war eigentlich schon drin, aber dann wurde es nochmal umgestimmt und ist wieder rausgenommen. Und deswegen sind die ganzen Seelen, die ich gesammelt habe, also ich meine, Petret ist dafür gestorben und Eve ist dafür gestorben, das war, so wie es aussieht, umsonst, weil die Items sind wieder verschwunden, weil es wieder rausgenommen wurde. Fand ich jetzt nicht so nice, aber okay. Ist halt so Fire Spec 2 hier, genau, das ist auch nicht schlecht. Ich kann aber nur zwei weitere Villager nach vorne schieben. Gut, das ist eine Fire Spec 2. Ach, ihr Gott, hier alle Villager erstmal gesperrt. Ach stimmt, das hat jemand gesagt. Ja. Infinity gab's hier. Marco Infinity und Frostwalker. Also der muss auf jeden Fall nach vorne. Weil der hat Infinity und Frostwalker und das ist geil. Der Armorer, das ist so ein B-Klasse hier. Der hat eigentlich nur eine Diamantrüstung, so wenn du welche besorgen willst, aber hier, ich bin ja auch wieder hier am überall Mending drauf machen. Meine Hose braucht noch Mending, da kann ich gleich noch Mending drauf machen. Ich müsste doch eigentlich genug Emeralds haben. Der hat Bane of Andropods gehabt. Auch nochmal Mending und Silk Touch. Aber das Silk Touch hier kostet 15, das ist teuer. Und ansonsten habe ich keine anderen wahnsinnigen Dinger mehr. Halt nur, ja, stand ganz normal Armor und Weaponsmith und so, dass du halt ein paar Dier-Sachen herkriegst, ohne sie craften zu müssen. Aber an sich nicht so wichtige Villager, gell? Die behalte ich hier. Den Frostwalker-Dings noch einen anderen tue ich mit vor. So. Einen anderen Mending brauche ich aber auch nicht, weil es mit Mending vorne ist scheiße. Dann lass lieber einen Shop leer stehen und da kommt ein Farmer rein. Weil die Farmer, mit denen kannst du wieder Emeralds gut traden. Das ist echt eine gute Idee. Ja, gut, hier hinten die Zombie-Spawn-Rate ist immer noch zum Kotzen. Aber zum Glück sind die Villager schon eingesperrt. Naja. Okay, dann war es das wieder vom kleinen Update. Was wir machen, ist gleich erstmal pennen, Villager schleppen und das restliche Teil hier mit Mending verzaubern. Oder Mending Verzauberung draufpacken. Machen wir aber im nächsten Part. Bis dahin, lasst krachen und tschüss. Ich hoffe, es ist interessant, wenn ich auch nebenbei offscreen so ein bisschen weiterbaue. Könnt ihr gerne mal dazu schreiben. Ich hoffe mal, es sieht einigermaßen gut aus. Weil ansonsten spare ich mir das Bauen, aber ich denke mal, das passt. Und wenn man sich so hier das Bild ansieht, ist doch nicht schlecht, ne? Außer, dass jetzt ein Pilz auf dem Dach wächst. Ja, dann würde ich sagen, mach das hier in Thumbnail und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, lass krachen und tschüss.